Octagon erobert die nächste Stadt. Nach drei ausverkauften Turnieren in Deutschland kommen wir nach Oberhausen. Und wieder einmal werden wir das Beste zu sehen bekommen, was die europäische MMA-Szene bietet. Ein deutscher Fighter hat die Möglichkeit, um den Interimstitel im Halbschwergewicht zu kämpfen. A fighter on the rise, Alexander Ironside Poppet. Oh! He's another new era of light heavyweight. He can grapple, he's got submissions, but my God, the scariest thing about this guy is his knockout power. Der deutsche Wikinger Popek muss aber vorher noch vorbei am slowakischen Riesen Pavol Langer. Obwohl außerhalb des Cage ein ruhiger Typ, überrollt er jeden Gegner. So here we go. Im Viertelfinale der MMA Champions League kämpfen die Besten Europas um das Aufsteigen in der Millionenpyramide. Der deutsche Kälte Christian Jungwirt tritt gegen Bojan Veljkovic an. Und der Grieche Andreas Michailidis trifft auf den neuen Star Mo Grabinski. Und natürlich wird auch der deutsche Superstar Christian Eckerlin dabei sein. In einem Duell mit dem spanischen Matador Tato Primera. Am 17.06. in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Tickets im Vorverkauf auf eventim.de. Rokov 190 cm a viac ako 110 kg živej hmotnosti. To je Stuart Austin. Stuart je bývalým šampionem organizací BAMA a EMC v těžké váze a také veteránem Bellatoru i organizace PFL. V roce 2015 dokonce ukončil submisí zápas s Tomem Aspinalem, který se v UFC dostal až na první místo žebříčku těžké váhy. Svoj debut v oktagone bude chcieť určite nabiť víťazstvami. Rovnako ako jeho súper, 29-ročný John Winter, ktorý sa narodil v Holandsku a reprezentuje Surinam. Téměř dvoumetrový obr je špičkovým postojářem se základem v Muay Thai a v loni v černu byl titulovým vyzývatelem v organizaci Versus MMA. Svůj poslední zápas John vyhrál už v prvním kole na Arm Triangle Choke a nás všechny určitě čeká velmi poutavý duel. Ja, und dann haben wir den Trailer zu den beiden Herrschaften gesehen. Und John Winter ist wirklich ein Hühne von einem Mann. Eine echte Naturgewalt. Und wir sehen hier nochmal in der kurzen Übersicht 4 von 5 Siegen in der ersten Runde geholt. Hat sämtliche Titel im BJJ in Holland und Belgien geholt und hat interessanterweise einen Master in Jura gemacht. Da soll noch mal einer sagen, Kampfsportler wären nur solche Hohlfrüchte, die nichts anderes können. Aber ich meine, das ist immer das Klischee, gegen das seit Jahren gegengearbeitet wird. Und dann ist natürlich auch cool, ja, wenn man mal so ein bisschen was zu den Persönlichkeiten hinter diesem Sport zeigen kann. Denn es ist ja so, der MMA-Sport ist ja noch nicht alt. Einige Kämpfer haben einfach ein anderes Standbein, was sie hauptberuflich machen müssen. Das ist ja ein Riesenspektrum. Die Leute kommen ja aus allen möglichen verschiedenen Berufen. Bevor sie dann letztendlich die Möglichkeit haben, mit dem Sport ihr Geld zu verdienen. Das ist ja auch noch nicht so lange so. Wie siehst du diese Entwicklung momentan? Ja, ist ein langer Weg, dass man nur vom Sport leben kann. Aber der Sport entwickelt sich aktuell sehr rasant. Also ich glaube, Kämpfer, die jetzt neu reinkommen, für die ist da die Chance besser, nur von diesem Sport zu leben. Ja, es ist halt natürlich schon ein extremes Wagnis, was man damit eingeht. Und ich meine, Jungs wie John Winter, die das sichtlich nicht nötig haben, weil man ja mit einem Master in Jura dann doch auch den einen oder anderen Euro verdient. Ne? Das bekommt man ja mit, wenn man mal eine Rechnung vom Anwalt bekommt, dann freut sich der Geldbeutel erstmal.
nicht. Und ja, umso krasser ist es natürlich, wenn man dann eben hingeht und alles auf eine Karte setzt. Ich meine, bei dir ist es nicht anders gewesen. Du hast in der Corona-Pandemie dein eigenes Gym gegründet, hast gesagt, du möchtest dir dem voll und ganz diesen Sport verschreiben. Und das ist natürlich schon ein krasses Commitment einfach, ja. Ich hatte auch vorher einen sicheren Job bei der Stadt, Stadtwerke München. Ach, krass. Hab ja auch eine Weiterbildung, also Bachelor of Business sozusagen. Aber ich wollte schon immer nur diesen Sport machen und habe das dann durchgezogen. Ja, also riesen Respekt davor, wenn jemand in dieses Wagnis eingeht, weil das ist hier kein Völkerball mit Plastikbällen, was wir hier spielen. Das ist hier ein Vollkontaktsport. Und auch wenn wir uns als Sportler, als Athleten untereinander respektieren, ist natürlich einfach ein immenses gesundheitliches Risiko, dem man sich hier aussetzt. Insbesondere natürlich bei den Schwergewichten. Ja? Du kennst es selber. Wenn ein Schlag sitzt, da wächst kein Gras mehr im Normalfall. Absolut, wie du sagst, wir sind im Vollkontaktsport. Da kann immer was passieren und man riskiert im Endeffekt jedes Mal seine Gesundheit. Aber die Athleten bereiten sich natürlich auch dementsprechend intensiv darauf vor. Ja, und Stichwort Vorbereitung. Stuart Austin sagt, er hat auf jeden Fall den Erfahrungsvorteil in diesem Match. Er hat viel mehr Kämpfe als John Winter. Aber er hat ein ganz, ganz großes Manko, was mir tatsächlich heute noch gesagt wurde. Denn der Coach von Stuart Austin musste kurzerhand auf dem Weg hierher die Reise unterbrechen, musste ins Krankenhaus. Und du kennst es selber als Athlet, diese Coach-Kämpfer-Bindung ist einfach irre wichtig. Und wenn du dann durch so eine zufällige Geschichte deinen Coach nicht dabei hast, das kann natürlich auch sein, dass es einen mental aus der Bahn wirft, oder nicht? Absolut. Also diese Verbindung ist sehr wichtig und es kann einen mental schon beeinflussen, wenn dieser entscheidende Mann jetzt in der Ecke nicht da ist. Also sind wir mal gespannt. Stuart Austin, aber sehr guter Grappler auch. Also aber Stuart Austin sagt, er kommt trotzdem und will seinen Job hier machen und ordentlich abliefern. Aber ich meine, für ein Schwergewicht, wir sehen es hier, für ein Schwergewicht auch schon eher ein fortschrittlicher Klotz mit seinen 114 Kilo. Also er ist nicht besonders leicht. Yeah. In der Vergangenheit war er leichter tatsächlich. Da hat man überlegt, ob er nicht ins Light Heavyweight runtergehen würde. Drum hatte ich auch überlegt, ob das nicht auch mal ein Tanzpartner für dich wäre. Ja, sieht schon sehr big jetzt hier aus. Ladies and gentlemen, our next contest is heavyweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. Let me introduce you both fighters and we will start in a blue corner. He's 30 years old, stands 198 centimeters tall, weighing 105 kilo. He represents the Musashi Cops Gym United Fighters Brazilian Jiu-Jitsu. And the coaches in his corner are Chango Ersel, Nils van Noort. He has a professional record of 7 fights, 5 wins and 2 losses. Fighting out of Suriname, Winter is coming! John Winter! In the red corner, he is 34 years old, 199 centimeter tall, weighing 114.6 kilo. Represent Fight Zone London, and the coaches in this corner are Marcus Paul and Rowan Katsev. He has a professional record of 24 wins, 16 wins and 8 losses. Representing Neruda Cup team Skupina 7 and fighting out of United Kingdom, Stuart He-Man Austin! Und jetzt geht es ans Eingemachte mit den schweren Jungs. Okay, gentlemen, you know the rules, so always hold them. If you want to touch gloves, do it now. Back to your corners. Immer wieder interessant, wie entspannt die beiden hier aussehen. Wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, was die hier gleich für eine Belastung haben werden, körperlich und natürlich auch psychisch. Ja, das ist ja auch was, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und ich persönlich bin der Meinung, die Psyche macht 80-90% von dem aus, was da im Cage stattfindet. Und wenn man mental nicht auf der Höhe ist,
Dann kann man noch so ein guter Kämpfer sein, aber dann wird das meistens ein ziemlich kurzer Ausflug. Rutscht hier aus bei seinem eigenen Kick. Das ist natürlich bitter, aber auf der anderen Seite ist Stuart Winter ja auch jemand, der arbeitet gerne vom Boden aus der Rückenlage. Könnte hier auch vielleicht Austin eine Falle stellen, aber er kommt wieder hoch. Beide sind wieder im Stand. Winter in der weiß-gelben Hose, Stuart Austin aus England in Schwarz und Gelb. Sehen wir mal, was Winter von seinem K1-Stil jetzt hier zeigt. Calf-Kick. Herr Winter fintiert hier ganz gut, das gefällt mir hier. Das heißt, er führt seinen Gegner oder versucht seinen Gegner auch in die Irre zu führen. Ah, schöne Kombo. Schöner Shoot gegen den Käfig. Und hebt ihn aus. Austin landet den Takedown. Und es ist wirklich stabil, was Stuart Austin hier für lautstarken Support im Rücken hat. Jetzt hat er die Möglichkeit, hier Winter am Boden festzupinnen, eventuell sogar schon über die Beine drüber zu steigen. Sehr schön wieder hochgekommen auf die Beine, holt sich den Underhook. Gut gemacht hier von Winter. Muss sich jetzt wieder rausdrehen vom Käfig. Ja, und er drückt hier mit seinem Handbein unter den Kiefer. Das macht Winter wirklich gut, weil das ist extrem anstrengend und nervig. Dann löst er lieber wieder die Position auf und beide sind wieder im freien Stand. Schöne Defense, jetzt wieder im Stand-up. Und Winter macht Druck, Calf-Kick wieder geblockt. Die Führhand kam jetzt gerade wieder gut durch von Winter. Hat aus den Armen kurz durchgerüttelt. Aber wie gesagt, man merkt, dass die beiden schon erfahren sind. Die sind ziemlich entspannt. Und es wird lauter und lauter hier in der Halle. Mit den Fans, die Stuart Austin hier anfeuern. Ja, schön zu sehen. Kommt ja aus England. Und ja, hier in der Slowakei so viele Fans zu haben. Das ist Wahnsinn. Also immer wieder überraschend, wie dann doch die Reaktion der Fans ausfällt. Aber ich denke, du kennst es selber, Alex. Du hast auch schon in Tschechien gekämpft bei Octagon. Und es ist einfach immer cool, was von den Fans einfach für eine Wertschätzung hier ausgeht, oder nicht? Mega. Also die supporten wirklich jeden Kämpfer, egal woher er kommt. Und das geht natürlich auch für Stuart Austin und John Winter. Und gutes Austin Timing. Landet jetzt hier mit sensationellem Timing den nächsten Takedown. Macht sich jetzt hier schwer und steigt schon über die Beine drüber. Das ist eine wirklich schwierige Position, denn er hat die Beine hier eingekesselt oder eingeschnürt. Und er kann jetzt hier mit Ground and Pound arbeiten. Das ist so ein bisschen der Stil von Khabib Nurmagomedov. Selbst als BJJ-Ass wie John Winter ist es unangenehm. Ist jetzt die Frage, sollte er sich vielleicht mit dem Rücken wieder an den Cage drücken, um sich hochzuarbeiten, so wie vorhin? Das wäre das Beste, ja. Aber selbst wenn er das nicht hinkriegt, weil Austin zu viel Druck aus der Oberlage macht, was hat er hier noch für Möglichkeiten, um seine Position zu verbessern oder vielleicht sogar eine Submission anzusetzen? Er hat gerade versucht, die Guard zurückzuholen. Ja. Könnte aber auch einen Butterfly-Hook holen. Das heißt, sein linkes Bein jetzt in die Innenseite von Austins Oberschenkel. Okay. Zum Beispiel. Oder das Knie, das Schienbein vor den Körper von Austin bringen, also ein Knee-Shield sozusagen, und dann versuchen aufzustehen. Es gibt wirklich auch für den unteren zahlreiche Möglichkeiten, ja, hier zu arbeiten. Aber das heißt, er muss erstmal die Distanz aufbauen, schauen, dass er seine Hüfte frei machen kann und dann ganz die Hüfte genau quasi vom Schwerpunkt des Gegners wegbewegen. Austin hat hier aber sehr gute Kontrolle. Jetzt hat er die Möglichkeit, ja, jetzt hat er es wieder geschafft, den Rücken an den Käfig zu bringen, und Austin holt ihn gleich wieder runter. Also schöne Kontrolle von Stuart Austin hier am Käfig. Ja, der kommt hier mit ganz, ganz kurzen, schnellen Schlägen. Auch wenn das natürlich keine Wirkung ist. Und er versucht Winter hier den Mund oder die Nase zuzuheben. Das ist unkonventionell, aber es ist erlaubt. Und es ist, also dadurch, dass es so unkonventionell ist, man rechnet nicht damit. Oder? Ja. Also es ist einfach sau unangenehm. Auch sehr effektiv für den oberen. Einfach die Luft, die Atmung so ein bisschen einzuschränken vom Gegner. Habe ich auch in meinem letzten Kampf gemacht gegen den Martin. Und die letzten Sekunden auf der Uhr. Dann haben wir schon den ersten Durchgang in den Büchern.
Und ich glaube, das war eine anstrengende Runde für John Winter, denn Stuart Austin ist 4 Kilo schwerer und am Boden ist das einfach, ja, wenn man einen Gegner hat, der sich wirklich schwer macht, der sein Gewicht effektiv nutzt, dann ist das echt eklig. Dann fühlt man sich, als würde man platt gewalzt werden. Ja, John Winter wurde jetzt hier am Boden einen Großteil der Runde kontrolliert. Also sind wir mal gespannt, wie er jetzt, mit welcher Strategie er in die nächste Runde gehen will. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig für Stuart Austin, denn Winter ist wirklich sein BJJ, seine Hauptwaffe. Darin hat er das größte Selbstvertrauen. Und wenn er jetzt quasi gezeigt bekommt, dass er selbst darin, dass Austin selbst darin die Vorteile hat, dann wird das Eis, glaube ich, schon dünn für John Winter. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Und hier sehen wir noch mal schöne Rechte, die hier von Stuart durch die Mitte kamen. Auch immer wieder die Takedowns. Sehr gut vorbereitet, sehr gut getimt. Ja, es war komplettes MMA. Wir haben von allen Teilbereichen des MMA-Sports im Stand, am Boden, im Clinch, überall was sehen dürfen. Und jetzt wird es wieder laut hier in der Halle. Die Quoten haben sich gerade ganz, ganz deutlich zugunsten von Stuart Austin verschoben, aber da gibt es harter Schlag durch die Mitte. Ich glaube, Winter ist angeklingelt. Seine Beine sehen schon wackelig aus. Landet hier jetzt selber eine 1-2 als Konter und Austin direkt wieder zum Takedown. Weiter geht die Reise auf den Boden. Aber er muss jetzt hier wirklich effektiv Schaden machen und Schläge anbringen. Er darf ihn nicht zu lange in der Full Guard ausharren. Denn du kennst es selber, für solche BJJ-Freaks, man sieht es hier schon, er bringt die Hüfte raus. Ja. Er versucht hier die nächste Submission anzusetzen oder vielleicht sogar einen Sweep. Er isoliert hier den Arm. Im MMA das Ganze etwas schwieriger als im reinen Grappling, reinen Jiu-Jitsu. Weil ja der obere ständig auch von oben schlagen darf und schlagen kann. Ja, aber jetzt nimmt Stuart hier Winter die Möglichkeit, sich wegzubewegen. Denn er schaut, dass er ihn hier am Käfig komprimiert, dass er ihn etwas zusammenstaucht. Aber möglicherweise hat Winter dadurch auch wieder die Möglichkeit, sich hochzufühlen am Cage. Aber jetzt scheint Austin das ganz gut unter Kontrolle zu haben. Austin sehr versiert auch am Boden und auf alles vorbereitet. So scheint es, was Winter hier zu bieten hat am Boden. Also mit was für einer Leichtigkeit der hier aus der Guard rausschlüpft und in die Halfguard ging. Das ist schon verwunderlich, muss ich sagen. Jetzt hat er den Rücken. Und mit Handkontrolle sehr, sehr nice von Stuart Austin. Und vor allem, er hat das linke Bein noch eingefangen. Das heißt, es ist auch gar nicht so einfach aufzustehen, oder? Nee, gar nicht. Also er kontrolliert jetzt zwei Seiten. Jetzt hat er die Hand Oha. Noch. Oha. Schauen wir mal. Und er hat noch reichlich Zeit auf der Uhr. Das heißt, er muss sich hier überhaupt keinen Stress machen. Jetzt hat Winter aber die Möglichkeit aufzustehen, hat das gemacht. Hat aber auch unerlaubterweise in den Cage reingegriffen, um sich hochzuziehen. Hat der Referee jetzt aber aufgrund des Sichtwinkels, glaube ich, in der Sekunde nicht mitbekommen. Und da ist der nächste Takedown. Wieder der Single Leg. Passiert direkt in die Half Guard. Winter versucht es mit dem Guillotine-Würger. Aber Austin macht sich schwer. Ich denke, er tut gut damit, wenn er sein Gewicht eben auf die linke Seite verlagert, oder? Ja, und da ist der Würde auch schon gelöst. Austin könnte jetzt seinen linken Vorarm, ja genau, da macht das auch schon, auf den Hals bringen und kurze Schläge anbringen. Ja, ich meine, selbst dieser Unterarm, den man dem Gegner ins Gesicht drückt, das ist kein Wirkungstreffer, aber es ist nervig, tut weh und ist einfach nur, ja, ist einfach nur blöd für denjenigen, der in der Unterlage ist. Und man kriegt Platz, um selber seine eigenen Schläge anzubringen. Und es ist anstrengend. Es ist einfach tierisch anstrengend. Noch knapp 2 Minuten hier auf der Uhr. Aber Winter fightet dagegen. Er will nicht aufgeben. Kommt immer wieder auf die Beine, holt sich wieder die Guard-Position zurück. Ja, also fürs Verständnis. Derjenige, der in der Unterlage ist, ist nicht immer zwingend im Nachteil. Also diese Position, in der sich John Winter jetzt befindet, aus der kann man tatsächlich auch in der Unterlage viel machen.
Man hat nämlich die mit den eigenen Beinen oder mit den Knien die Kontrolle über die Hüfte vom Gegner. Kann hier vielleicht einen Armhebel oder einen Triangelwürger aus der Rückenlage ansetzen, aber Austin macht hier gut Druck von oben und hebt seinem Gegner hier wieder den Mund zu. Jetzt kommt der Ellbogen. Herr Austin, sehr gute Base, seine Hüfte ist tief. Das heißt, es ist auch schwer, ihn dann zu sweepen. Hat er jetzt wieder die Half-Guard-Position, kontrolliert sehr gut. Er ist über das erste Bein vom Gegner drüber. Kann vielleicht auch hier schon den Kimura oder ein ähnliches Submission ansetzen. Oder er richtet sich auf und schlägt. Wir werden es gleich sehen. Aber gut gemacht hier von Winter. Der macht hier absolute Schadensbegrenzung. Kämpft sich zurück in die Full Guard. Ich glaube, dass Austin durchaus auch Respekt vor den BJJ-Fähigkeiten von Winter hat, oder? Ja, ist schon sehr vorsichtig. Also schlägt jetzt nicht wie ein Wilder, sondern sehr kontrolliert. Positioniert sich dann auch immer wieder in die Mitte des Körpers von Winter, damit da keine Submissions passieren können. Und die letzten 10 Sekunden, da kommt der Clipper am Cage. Und der versucht sie nochmal mit den Ellbogen, aber auch der zweite Durchgang ist jetzt in den Büchern. Und jetzt atmen beide Fighter schon deutlich schwerer. Kommen hier in ihre Ecken zurück, werden hier von den Coaches wieder versorgt. Arme werden ausgelockert. Eine Minute haben die Kämpfer und die Coaches Zeit, sich hier auf den dritten Durchgang einzustellen. Und Alex, ich meine, du kennst es aus der Sicht eines Kämpfers. Eine Minute ist eine absolut relative Größenzahl. Es fühlt sich wahrscheinlich an wie 10 Sekunden. Aber man muss als Coach ja auch wirklich kurz und bündig sein in den Ansagen, die man den Kämpfern macht. Ja. Wie funktioniert das als Sicht eben des Trainers? Worauf muss man da als Trainer achten in der Rundenpause? Also ich bin ja auch Coach von meinen Jungs. Richtig. Und man sollte den Kämpfern immer sagen, was sie zu tun haben oder was sie anders machen sollten. Nicht, was sie falsch machen oder was sie nicht machen sollten. Also, weil man kann in dieser kurzen Zeit und unter Adrenalin gar nicht so viel verarbeiten. Ja, das ist einfach eine Extremsituation. Adrenalinpegel ist hoch, Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. Da muss man das auf die absoluten Kernpunkte herunterbrechen. Mir fällt jetzt gerade erst bewusst auf, was für riesige Handschuhe die beiden Jungs haben. Also das sind ja wirklich fast schon Backsteine, mit denen die sich hier, die beiden hier an den Armen haben. Richtige Bärenkrallen, aber so ist es halt im Schwergewicht. Und auch Winter jetzt hier wieder deutlich verhaltener zu Beginn der dritten Runde. Und da kommt Austin mit zwei Schwingern. Dieser linke Seitwärtshack, der scheint ihm jetzt zu... Wieder zum Tor. Sehr schön. Wie eine Dampfwalze rennt er da durch. Und jetzt ist Austin schon an den Beinen vorbei, geht jetzt aber interessanterweise wieder in die Halfguard. Was eigentlich von der Position her eher ein Nachteil ist. Aber ihm scheint es dort zu gefallen. Ja, man kann dort im MMA besser schlagen, finde ich auch, wie von der Side Control. Ja, das heißt, er hat wahrscheinlich jetzt hier die Mission, gar nicht eine Submission auszuführen, sondern einfach in der Oberlage zu sein, Punkte zu holen und Schaden zu machen. Genau, ich denke, sollte sich eine Submission für ihn ergeben, wird er diese Chance ergreifen. Aber sonst sieht es nach Kontrolle aus, nach Schaden. Und jetzt richtet er sich auf und donnert noch mal richtig schweres Ground and Pound hier. Von oben nach unten. Winter versucht sich hier wieder rauszuziehen. Aber Austin verlagert sein Gewicht geschickt. Ja, der macht das wirklich gut. Es ist in der Unterlage noch mal viel, viel unangenehmer, wenn der Kämpfer in der Oberlage sein Gewicht richtig zu verteilen weiß. Und genau das macht Austin hier. Ja, Winter müsste jetzt hier richtig Gas geben, versuchen, um wieder hochzukommen. Ist natürlich auch gar nicht so einfach. Absolut. Nur so wird er den Kampf ziemlich sicher verlieren. Ja, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Er wird sich den Kampf vermutlich auch in Retrospektive angucken und denken, verdammt,
Hätte ich doch nur. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja. Und der Referee ermahnt die beiden jetzt hier zu mehr Aktion. Und Austin holt wieder aus. Es gibt wieder schwere Schläge. Er muss jetzt hier aber auch Aktionen zeigen, denn ansonsten wird der Kampf wieder in den Stand zurückgeholt und seine vorteilhafte Position ist dahin. Ich finde, der Stuart Austin sollte statt Straight Bunches eher Hammerfist von oben nutzen. Ja. Ja, damit hat er schon teilweise gut getroffen und eröffnet eventuell damit auch Cuts. Ja, das macht zusätzlich nochmal Eindruck, aber hier, Winter arbeitet sich wieder hoch. Zum Ende der dritten Runde mit einem schweren Stuart Austin auf der Brust. Und jetzt hat er hier diese Butterfly-Position. Er hat ja also das Schienbein in der Leiste. Ja, schon wieder gepasst. Da war's. Also jeden noch so positiven Positionswechsel für John Winter, den eliminiert Stuart Austin hier direkt und macht den hier wieder zunichte. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch nochmal ein Submission-Ansatz am Ende der dritten Runde. Ist noch eine Minute circa auf der Uhr. So, und er versucht jetzt hier wieder den Rücken zu greifen. Aber Winter arbeitet sich wieder hoch. Er muss jetzt seine Hüfte nach vorne bringen und muss versuchen aufzustehen. Drückt hier schon mal den Kopf von Austin runter. Ja, das ist bitter. Der schaut in Richtung Uhr und der weiß genau, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, um jetzt hier noch mal was zu reißen. Aber er kommt hoch. Und wieder. Wow. Sehr, sehr wichtige Aktion jetzt hier. Sehr gutes Ringen und Grappling von Stuart Austin. Hat jetzt wieder die Handkontrolle. So wird es für Winter sehr, sehr schwer, sich zu bewegen, aufzustehen. Ja, richtig unangenehm. Richtig, richtig unangenehm. Und das dürften die letzten Sekunden in diesem Kampf sein, wirklich zugunsten von Stuart Austin. Beide haben jetzt hier am Ende der Runde noch nicht mehr viel gezeigt, aber beide sind natürlich auch schon ausgelaugt. Ja, bei einem Körpergewicht von gut 110 Kilo ist natürlich auch einfach irgendwann die Luft raus, aber Austin dreht noch mal auf. Der will es noch mal wissen. Ladies and gentlemen, after three rounds, this bout goes to the judges' scorecard. So let's see how the judges score this fight. All three judges score this fight 30-27, all for the winner by unanimous decision for Stuart Heeman Austin.
Stuart Austin, welcome to Octagon MMA. You said on the build-up to this fight, he's a dangerous opponent, but the experience would be the difference. You just showed us 15 minutes of well-rounded mixed martial arts to take the victory. How happy are you with that debut? It's okay. He is a big, strong, tough guy, you know, like, sometimes you have to play a little safe. It was more aggressive than my last fight. My last fight, I didn't do enough damage. This one, I did more damage. I need to pursue the finish next time. Overall, I'm happy. Win's a win. I'm here to win. I'm here for the belt. You know, why am I on the undercard? I ain't here for the undercard. I want main event. Come on, main event, main card. Undercard's a waste of my time. I don't leave the UK to come on undercards. Get me to the main card, main event. I will fight harder. I'll finish them if I'm on the main card. Listen, you came over to the commentary booth. You made that symbol that you want the belt. Hatif Moel is in the number one contender spot. Is that the fight you want? We got Manchester on the rise and we got events in Germany. Is that the fight you want? Where do you want it? I would love to fight Hatif. He's a great fighter. He's a really good fighter. I heard he might not be ready in time for a couple of months. So I want someone before that. If I have to keep busy, I want it for the belt and I defend the belt in Manchester. If it's not for the belt, so be it. But I want main card. And I want main event for Manchester, yeah? Number one. Yeah, I'm the top dog. I'm the top dog around here, and I've got to show it. Ladies and gentlemen, Stuart, that was a fantastic performance. Give it one more time. Stuart Austin! Was für ein Debüt für Stuart Heeman Austin. Was hat er hier gezeigt? Das war eine unglaubliche Show. Am Anfang hat er gesagt, dass das der Erfahrungsschatz sein wird, was entscheidet, und das ist im Endeffekt wirklich passiert. Er hat danach gesagt, ein Sieg ist ein Sieg, aber was ihn wirklich interessiert, ist auf der Main Card zu landen, und zwar in Manchester. Und für ihn ist es wirklich egal, also ob es ein Kampf für den Gürtel sein sollte. Er will auf alle Fälle auf der Main Card landen. Das ist sein Hauptziel, und er will einfach an der Spitze sein. Octagon erobert die nächste Stadt. Nach drei ausverkauften Turnieren in Deutschland kommen wir nach Oberhausen. Und wieder einmal werden wir das Beste zu sehen bekommen, was die europäische MMA-Szene bietet. Ein deutscher Fighter hat die Möglichkeit, um den Interimstitel im Halbschwergewicht zu kämpfen. A fighter on the rise, Alexander Ironside Popek. He's another new era of light heavyweight. He can grapple, he's got submissions, but my God, the scariest thing about this guy is his knockout power. Der deutsche Wikinger Popek muss aber vorher noch vorbei am slowakischen Riesen Pavol Langer. Obwohl außerhalb des Cage ein ruhiger Typ, überrollt er jeden Gegner. So here we go. Im Viertelfinale der MMA Champions League kämpfen die Besten Europas um das Aufsteigen in der Millionenpyramide. Der deutsche Kälte Christian Jungwirt tritt gegen Bojan Veličković an. Und der Grieche Andreas Michailidis trifft auf den neuen Star Mo Grabinski. Und natürlich wird auch der deutsche Superstar Christian Eckerlin dabei sein. In einem Duell mit dem spanischen Matador Tato Primera. Am 17.06. in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen. Tickets im Vorverkauf auf eventim.de.